langsam, ne? Meinst du mich? Nee, den Bart. Achso. Nee, ich meine, ob die Message jetzt an mich war. Ja. Stefan Krause, ohne fremder Tod, ist so. Ja, Senderfree, ich hab's in Sicht. Und entschuldigt mich auf jeden Fall, weil sollen die Nummern um. Ja, so kann's nicht weitergehen, ne? Irgendwas. Genau, ich hab noch die in Sicht. Stefan, langsam müssen wir was tun, so kann's nicht weitergehen, ne? Naja, was machen wir, zurück oder Richtung Altfeld? Ja, ich hätte schon noch Richtung Hammelburg geguckt, ne? Also ich probiere jetzt nochmal den nächsten Rücken, wo dieser kleine Steinbruch drauf ist, ne? Ja, absolut. Also, wir sind jetzt live auf Sendung, Elli, gell? Also überleg dir gut, was du sagst über Flugleistungen von Elli oder Schmann vom Stefan oder vom Krause. Also, jetzt nochmal für alle, die hier nichts sehen können, da unten sind ungefähr gefühlte 100.000 Teebeutel, die die Umwelt verschmutzen. Die Umwelt verschmutzen? Ja, schau dir das mal an. Mit kaputt machen. Du, das ist wie wenn du gelbes Heck in die Luft schmeißt, genau so sieht das aus. Die landen überall hier gerade übrigens. Und hier ist der Drachenflieger, den du souverän ausgekurbelt hast. Jetzt sagt er nämlich nichts mehr. Wer denn, ich oder wie? Nee, der Drachenflieger, jetzt ist er beleidigt. Ja, hier geht auch nichts mehr, ist doch scheiße heute. Nur diese, auf nur noch ein bisschen was Thermik da. Aber das macht's doch erst spannend. Ja schon, aber ein bisschen besser könnte schon gehen. Wegen souveräner meinst du? Ja. Wenn man das ganz so rumzubauen muss um jeden Meter. Ja, mit der Zeit, dass du mir ein G90-Triebwerk einbaust, dann geht's ja ein wenig besser voran. Dann fliegst du 900er-Schnitte. Ist doch scheiße. Also da unten nochmal. Kissing reicht nein, oder? 15 Kilometer, Kurs 052 Grad. Spassen, ne? Müsst mal über den Hügel, müsst du gehen. Da vorne ist mich nervt hier, ich gehe ein bisschen weiter nach. Das wollte ich auch verschlagen. Übrigens hat der Drachenflieger dich wieder ausgekurbelt, er ist wieder über dir. Ja, dann Stefan, du gehst lang, ich mach das mal, ne? Danke. Willi, soll ich die Landung dann kommentieren? Aber heute landen wir ja mit der Sonne im Rücken, gell? Ja. Aber da unten sind ja schon wieder die Teebeutelfahrer unterwegs. Das imponiert mir schon wieder. Stefan, mach bitte ein bisschen einen schnelleren Anflug, vielleicht ohne Landestellung. Hab ich vor.
selbstverständlich. Ich will ja sehen, wie kurz die Landung jetzt wird.